bin Tabet. Ich lebe schon seit 15 Jahren hier in Deutschland. Und ich studiere bald Bauingenieur. Und ich bin hier im Verein schon seit 2 Jahren bei Westchen, Bergschladbach. Es hat mich gefreut. Direkt erste Training hier. Mir Spaß gemacht. Mein erster Kampf. Ich kann mich noch daran erinnern. War super hart. Schienbeine kaputt. Alles kaputt. Aber ich war super zufrieden mit meinem Trainer. Vlad. Super Trainer. Ich freue mich. Und Boxen macht mir auch sehr Spaß. Mein Vorbild Muhammad Ali und Mike Tyson. Los! Leute, das ist unser Tablet, der ist da. Der trainiert auch Boxen, ne? Also der macht Boxen und Thai-Boxen beide gleichzeitig. Und der kämpft auch Boxen und Thai-Boxen, ne? Also ganz fleißig. Der Junge, der wollte echt nach oben. Auch im Kampfsport was erreichen, so, ist, so wie im Leben auch. Und der ist auch ganz fleißig, trainiert jeden Tag. Der macht Boxen und Thai-Boxen, ne? Also vorbildlich. Ja, la vie, c'est krass, nos rêves qu'on brasse, des dollars qu'on trace. Hors de la route des dollars, y'a ces choses qu'on voit, la pute, pouvoir, chahut, foutoir dans la banlieue, c'est l'exécute. Ya la vie, c'est krass, nos rêves qu'on brasse, des dollars qu'on trace. Hors de la route des dollars, y'a ces choses qu'on voit, la pute, pouvoir, chahut, foutoir dans la banlieue, c'est l'exécute. Y'a ceux qui veulent ma mort, me voir enterré. Y'a ceux qui mettent en tort dans des histoires d'yeux foirés. Y'a ceux qui me cherchent des crosses pour des mythos à dessous. Y'a ceux qui cherchent des passes, demande-moi et on les trouve. Y'a ceux qui... Wir haben heute circa Training, haben wir Kraftausdauer, das ist unser Amir. So, Amir ist 15 Jahre alt, trainiert seit 2 Jahren bei uns, hat schon ein paar Kämpfe gemacht, Boxen. Der Box jetzt wieder gleich in Oberhausen. Ja, mal sehen, was kommt. Ja. Amir, was geht? Schneller, muss schnell, explosiver, das ist da. So schnell so ein. Hallo, ich bin Amir. Ich habe vor 2 Jahren mit Boxen angefangen, weil das Kampfsport mir halt Spaß macht. Weil das Kampfsport motiviert. Und ja, das macht mir sehr Spaß. Und mein Traum ist, irgendwann beim Profiboxer zu werden. Ja, wir gehen auf den Weg. Hart trainieren, das wird auch sein. Komm Amir, was denkst du über Boxen? Beste Training der Welt, beste Kampfsport und der beste Trainer haben wir der Welt. Warum machst du Boxen? Das war meine Zeit. Und das war mein Traum, als Boxer zu werden. Ja. So. So, meine Freunde, ich möchte euch jemanden zeigen hier. Das ist der Jan. Der Jan kommt aus Berlin zum Training. Aber eigentlich, der war schon bei mir seit 2007 noch in einer anderen Sportschule. Und der ist schon weg, aber trotzdem kommt er immer noch. Immer wieder gerne. Ich sehe ihn immer wieder gerne. Das ist ein ganz guter Junge und freue ich mich, dass meine Schüler mich nicht vergessen. Egal, ob die in Berlin sind oder in Moskau oder keine Ahnung wo, die kommen immer noch. Die auch wünschen Glückwünsche für die Feiertage, für die verschiedenen Weihnachten und so weiter. Und da freue ich mich sehr. Das heißt, meine Arbeit ist nicht umsonst, ja? Nicht nur für Kickboxen. Ja? Danke. Danke. So, Freunde, da ist der Jan hier, so kann man sehen. Und er hat schon bei mir geboxt am 2. Juni 2012. Er hat schon bei mir gekämpft. Und jetzt ist er in Berlin in Golden Glory. So, meine Freunde, ihr kennt sicher den Mike Tyson, ne? Und manche meiner Jungs sind schon so gut,
dass die zum Beispiel heute gegen Mike Tyson gekämpft haben, ne? Also gegen Eisen Mike, der hat heute gekämpft, ich zeige euch, was passiert ist. Und Mike hier. So, ne? Zeig mal. So passiert, wenn jemand gegen Mike Tyson kämpft. Ne? Der Mike hat das nicht geschafft, hat in seinen Augen gebissen und jetzt sieht er so aus. Ne? So gut sind wir schon, ja? Los, weiter geht's. Die Mike Tyson Sieger. Na, allgemein haben wir eine super Mannschaft. Ich freue mich immer mit der Jungs arbeiten hier, auch mit den Mädels. Wir haben auch Mädels da, die spielen auch beim Boxen. Ja, aber die sind super fleißig. Die ist immer dabei und die boxt schon viel stärker als manche Jungs. Ja. Und devient une fatigue, on joue visuel comme les trois quarts du rap français. Un résistant.